Ja, Marco hat es ja eben schon angesprochen. Also wir reden nicht von Laufzeitverlängerung, sondern von Einsatzreserve. Und deshalb ist Marian Grunden jetzt zu mir ins Studio gekommen. Also was ist denn da der Unterschied? Was wird denn damit überhaupt gemeint? Also wirklich, wenn wir einen Stromengpass haben, dann fahren wir die Dinger von heute auf morgen hoch? Ja, ganz schön schwierig, was Habeck sich da ausgedacht hat, denn im Prinzip schickt er die Kraftwerke in den Standby-Modus oder, wie er es nennt, tatsächlich die Einsatzreserve. Und das schauen wir uns einmal genau an, was er damit tatsächlich meint. Mit dieser Einsatzreserve ist nämlich gedacht, dass diese Kraftwerke im Notfall wirklich erst einsprengen. Heißt dann tatsächlich aber, dass kein Brennmaterial eben über das Jahresende hinaus verbrannt wird. Heißt aber eben auch, wenn dieser Notfall nicht eintritt, gibt es eben auch keinen Strom aus diesen Kraftwerken. Das Personal müsste sich aber natürlich trotzdem bereithalten, wenn man eben dann doch entscheidet, diese Kraftwerke hochzufahren. Das allerdings würde eine ganze Woche dauern, also mal eben wieder anschmeißen, das ist nicht so einfach möglich und auch wieder ausmachen nicht, denn sind die erst mal an, die Kraftwerke, dann müssen sie auch bis Mitte April tatsächlich weiterlaufen. Und das Problem ist natürlich auch, dass eben es die drei Kraftwerke gibt, einmal in Bayern, in Baden-Württemberg und in Niedersachsen. Und die sind im Moment für 6% des Strombedarfs verantwortlich. Also drei Kraftwerke. Robert Habeck hat sich jetzt aber eben überlegt, naja, das Emsland, das machen wir mal aus. Wir bleiben bei Isar 2 in Bayern, das wird von E.ON betrieben. Und bei Neckarwestheim in Baden-Württemberg, das ist von EnBW. Also nur zwei der aktuell drei laufenden Kraftwerke. Und da könnte es natürlich schwierig werden. Da sagen die Kritiker aktuell, naja, ob das reicht, um eben diesen Mangel an Strom auszugleichen, schwierig. Ja, das ist jetzt die Frage, was du uns auch gezeigt hast. Also wir haben noch drei Atomkraftwerke in Deutschland und nur zwei sollen in Reserve gehalten werden. Und Habeck wird jetzt tatsächlich Wahlkampf vorgeworfen wegen der Wahl in Niedersachsen. Also hat er da irgendwelche Begründungen gegeben, warum Emsland eben nicht ans Netz gehen darf? Naja, es ist schwierig, denn das Emsland, das ist natürlich ein Kraftwerk, das auch viel Strom erzeugt. Es liegt aber im Norden und die Engpässe, die werden für den Winter im Süden vermutet. Heißt also, dass im Norden das Kraftwerk erstmal von ihm nicht als ganz so wichtig eingeordnet wird. Aber neben Neckarwestheim und Isar 2, die ja weiterlaufen sollen, ist Emsland eigentlich das modernste AKW in Deutschland. Also da wäre der Betrieb sozusagen am sichersten. Und das, dann gibt es natürlich noch die drei anderen. Da sagen Kritiker eben auch, naja, eigentlich brauchen wir so viel Strom wie möglich und so günstig wie möglich. Warum schmeißen wir die Meiler nicht auch noch an? Denn da hat der TÜV ja gesagt, die sind modern, die sind sicher, damit kann Strom produziert werden und den brauchen wir im Winter. Marian, das wird sicher nicht nur eine Debatte sein, die uns länger beschäftigen wird und mal sehen. Wir haben keine Glaskugel, aber wo wird uns die Energiekrise noch hinführen? Danke dir erstmal für den Moment.